Tja, Leute, es ist ja mal wieder soweit. Bill Gates ist mal wieder in Türkei. Ist schon fast jährlich, wo er mit seiner Yacht Lana hier auftaucht. Mal ist er mit Jeff Bezos hier, Gründer von Amazon. Mal ist scheinbar nur seine Tochter hier, macht ihre Partys und Halligallis hier in Bodrum. Ja, und letztens kam ja Bill Gates, der Gründer von Microsoft, der das Betriebssystem Windows entwickelt hat, kommt ja mit seinen kompletten Viren nicht klar in sein Betriebssystem. Ihr erinnert euch noch, wo er angekündigt hatte, dass demnächst ein Virus kommen wird, also vor der Corona-Zeit. Und schwupps war das angebliche Virus da. Naja, Grippevirus, ne? Und schon hatte er parat einen Impfstoff. Und da er ja zu 100, also nicht zu 100%, aber der größte Spender von der WHO ist, hat er natürlich einen maßgeblichen Einfluss auf die WHO. Und die WHO lässt dann ganz viele Länder unterzeichnen, bei dem ganzen Spiel mitzumachen, der da so weltweit abgeht. Und siehe da, nachdem wir ein paar Jahre Ruhe hatten, fängt die Scheiße wieder von vorne an und alle machen wieder mit. Hey, super. Keiner hat was draus gelernt und jeder macht mit. Gut. Aber ich wollte ja gar nicht auf dieses Thema eingehen, sondern was macht der Typ hier in Türkei? Was macht der? Was macht er mit dem Amazon-Typen hier? Ich kann es euch sagen, der hat in Türkei 10% der Landwirtschaft in Türkei, also fruchtbaren Boden aufgekauft und über seine Stiftung, die er gegründet hat, die Türken haben das Land verkauft an den und der hat nur ein paar Jahre gebraucht dafür, das fruchtbare Land unfruchtbar zu machen. 10% der Landwirtschaft der Türken ist weg, unbrauchbar. Und darüber hinaus, die ganzen Nachbargrundstücke, die ganzen Bauern, die drumherum sind, hatten vorher 220 Kilogramm pro 1000 Quadratmeter konnten die Sonnenblumen, Erträge einfahren. Und nachdem Bill Gates seine Pfoten dazwischen hatte, in den Fingern hatten das Ganze, haben die Nachbarn mussten jetzt auch noch drunter leiden. Und die Produktion ist dann auf 25% gefallen. Also 75% haben die jetzt weniger Ertrag, die ganzen Bauern drumherum. Also nicht nur die 10%, die unfruchtbar gemacht worden sind. Nee, es ist sogar noch mehr, was in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und dieses Jahr ist mal wieder Bill, unser Billy mit Elon Musk hier aufgetaucht. Ihr könnt wieder raten, was da passiert, spekulieren, aber es wird niemals was Gutes für die Menschheit sein oder für das Land Türkei. Ich meine, wir wissen ja, was passiert ist weltweit und wenn Bill Gates seine Pfoten irgendwo drin hat, zerstört er alles, was er nur zerstören kann. Und das sollte mittlerweile jeder begreifen. Und wenn er jetzt, wie heißt es, mit Elon Musk hier kommt, ist wieder nichts Gutes. Elon Musk, ja, kann ich euch auch ein paar Hintergrundinformationen geben. Der hat 4 Gigafactories mit seinen Tesla, wenn er produziert in Amerika. In Deutschland haben sie ja eine Gigafactory eröffnet. Elon hat dann gleich den Wald da mal niedergemetzelt, ja, um seine Fabrik da reinzuklatschen. Ist ja alles immer kein Problem, ne? Aber Klimaschutz, Klimaschutz, ja, Klimaschutz, ne? Wenn es um die Machenschaften geht, der Herrschaften, ist Klimaschutz scheißegal. Da wird mein ganzer Wald weggerodet, ne? Scheiß drauf. Wenn Bill, wie heißt es, das Land unfruchtbar macht, scheiß drauf. Aber die Bevölkerung soll über den CO2-Verbrauch quasi reglementiert werden. Dein Fußabdruck ist viel zu groß.
du darfst nur einmal im Jahr fliegen. Oder du darfst nur ein paar Kilometer fahren. Oder, was die alles mit dem Klimawandel bewirken wollen. Das geht immer nur einseitig. Die Herrschaften können machen, was sie wollen. Die Bevölkerung wird geknechtet. Und keiner kapiert es. Keiner sieht es. Keiner erkennt es. Das ist so geil. Ich meine, die Zusammenhänge muss man doch sehen können. Nun ja, der hat in China eine Gigafactory eröffnet und da jetzt Türkei hier in so einem Berg 40.000 Tonnen Gold gefunden hat, daneben auch noch Lithium, kommt natürlich Elon Musk gleich mal hierher angewackelt und will seine Gigafactory hier gerne aufbauen. Und ja, Lithium ist ja, wird ja für die Akkus ganz gerne verwendet. Und ja, deswegen ist der Vogel hier, ne? Ist jetzt Elon Musk ein Heilsbringer oder was denkt ihr? Was denkt ihr, ne? Mit seinen Autos? Ich sag euch eins, ne? Klimawandel ist wieder so ein, was keiner versteht. Der Verbrenner, und der wird jetzt abgeschafft, ja? Und hochgelobt werden natürlich jetzt die Elektroautos. Ihr vergesst dabei, dieses Gefährt ist ein weiteres Mittel, um die Menschen unter Kontrolle zu haben. Ein weiteres. Ein Verbrenner, da können die Menschen fahren, hin und tun und machen, was sie wollen. Das ist aber zu viel Freiheit für die Menschen an sich. Also laut Herrschaft. Und deswegen werden Elektroautos produziert. Und es wird, alle werden natürlich gedrängt, das kaufen zu müssen. Ja, Verbrenner werden abgeschafft, Elektroautos soll jeder haben. Am besten noch subventioniert und so, damit es jeder hat. Das Ende vom Lied ist, ihr seid damit, weiß die Herrschaft, wo ihr hinfahrt und wie viel ihr fahrt und wie viel ihr angeblich verbraucht. Ne? Wenn die dann sagen, hey, ihr dürft, wie bei der ersten Welle, ihr dürft nur 15 Kilometer weit fahren von eurem Standort aus. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das war damals? Das konnten sie mit den Verbrennern nicht unbedingt kontrollieren. Aber mit den Elektroautos, super Sache. Dann wird dann einfach ein Limit gemacht, Wohnort da, 15 Kilometer Radius und das war's. Das war's. Auto wird stillgelegt, wenn ihr die 15 Kilometer überschreitet. Ganz einfach. Und wenn ihr zu blöd kommt, ja, und irgendwie euch auflehnt, ja, so stark und Widerstand und Rebellion, ja, dann wird euch das Auto einfach lahmgelegt. Dann könnt ihr nicht mehr irgendwo hingehen zum Demonstrieren. Oder müsst ihr euch mitnehmen lassen, aber da ihr alle Elektroautos haben, dann ne, wird das ein bisschen schwierig. Ne? Ja, und dann, wenn dann halt das digitale Geld kommt, kann man Konto auch einfrieren, Auto weg und ja. Ja, das ist das Ende des Lied. Das ist dann die vollständige Versklavung. Die Freiheit verschwindet dann komplett. Haltet euch das vor Augen. Es geht, kommt alles in Scheiben. Immer Scheibchen, 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 Scheibchen. Immer nur so viel, dass man es nicht kapiert. Und wenn man das Ende-Lied vom irgendwann mal zu Ende gesungen hat, dann ist man geknechtet. Ich werde das Video auch mit türkischen Untertiteln versehen, weil die türkische Bevölkerung soll das natürlich auch wissen. Teilt das Video, hinterlasst mir ein Like, wenn es euch gefallen hat, ich hoffe schon. Und ja, ein Abo und eine Glocke noch dazu, wenn ihr weitere Nachrichten bzw. Wissen von mir erhalten wollt, Zusammenhänge begreifen wollt, dann abonniert den Kanal. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag und schaut, dass ihr was draus macht. Bis dann, tschüssi.